Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal Medieval Treasure. Ja, endlich wieder freie Flächen. Hier wurde eine Grünfläche gemäht und gehört zu meinen Genehmigungen. Da war ich auch gewesen, die ersten zwei Videos in diesem Jahr nach meiner Reha quasi. Und das waren keine Anker, das waren normale Folgen. Da war ich da unten gewesen, habe gesagt, weiter oben könnte noch was kommen, allerdings ist dann das Gras eben gewachsen und dann war es mal nichts mehr hier mit suchen. Jetzt ist es gemäht und ja, jetzt geht's wieder los hier. Ich freue mich schon. Mal gucken, was geht. So, kommen wir zum Equinox. Also ich laufe im 900er, ich laufe im Feldblock 2, Programm 1. Permanenter Bodenabgleich habe ich. Wir machen mal eine Störungsunterdrückung. Okay, minus 8 Zimmer. Dann permanenter Bodenabgleich, wie gesagt, Lautstärke ist nicht so interessant. Schwebton habe ich auf 8, man hört so einen ganz leichten Hintergrundton. Das sorgt dafür, dass man feine oder tiefere Signale etwas besser reinbekommt. Signale laufe ich mit 2, sagt man einfach am meisten zu. Ich mag diesen Tonwirrwarr nicht so. Und ich laufe mit einer Wiedergabegeschwindigkeit von 2 und Eisenbias habe ich auf 7 stehen, würde bis 9 gehen. Was heißt Eisenbias? Das heißt so viel wie, dass ich, umso höher ich den stelle, umso leichter erkenne ich Eisen mit dem Metalldetektor. Kann natürlich auch der Nachteil sein, dass du dadurch feine Münzen oder Sachen, die etwas hochkant stehen, die sowieso schon mal mit einem schlechteren Ton reinkommen, ein bisschen mehr Eisenton zugeordnet bekommen und dann lässt man es vielleicht liegen. Aber ist egal. Ich mache das, weil es liegen bei uns, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine feine Münze oder irgendwas anderes direkt neben einem Eisen liegt, das ist doch sehr, sehr gering. Und das meine ich damit, dass auch eben solche Sachen dann eher vom Eisen überblendet werden. Ja, aber gut, so laufe ich. Ich laufe im Multi natürlich und ja, jetzt geht's los. Ich starte meinen Timer. Ja, wenn ihr euch wundert, dieses im Thumbnail, wenn ich das einblende mit diesem Uncut Original oder Uncut Open End, das ist nur für mich relevant, weil da weiß ich irgendwann mal ein Jahr oder zwei, was war das genau für ein Uncut Video. Für euch ist es eigentlich mehr oder weniger nicht aussagekräftig, aber für mich schon. So, wollen wir mal gucken. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier einiges rausholen. Heute, ich fange hier bei den Bäumchen an, laufe hier schräg runter oder rüber. Das sollte heute einiges gehen. Das erste Signal haben wir hier schon. Natürlich ist es hier so, dass ich jetzt an der Stelle, wie ich zu Anfangs gesagt habe, nicht ganz so oft war. Kann natürlich auch sein, dass heute mal mehr Schrott dabei ist wie auf den anderen Videos und dass ich öfter mal was grab. So, es ist noch drin. Beim Signal würde ich jetzt fast so ein bisschen auf Blei tippen. Ah ja, ganz schön trocken der Boden eigentlich. Nee, es ist kein Blei. Es ist irgendein Kupferröhrchen oder Bronzeröhrchen. Ach, das ist von einem Ventil, okay. Von einem wahrscheinlich Fahrradventil. Ja, moderne auf jeden Fall. Nichts Altes. So. Ha ha ha.
Da ist mir zu viel Eisen dabei. Ja, und ja, manche Sachen, dass sie nicht so von der Tonerkennung nicht so angesprochen fühlen von dem Gerät. Ja, muss ja jeder selber wissen. Ich meine, ich habe ihn halt jetzt bekommen zum Laufen von meinem Sponsor. Dann mache ich das halt auch. Ja, und ich komme mit gut zurecht. Und ich finde, also ich empfinde es wieder ganz anders hier direkt. Ich finde, die Signale kommen hier richtig gut rein. So, was haben wir hier? Ein relativ niedriges Signal. Ich glaube, im 12er Bereich war das jetzt. Okay, hätten wir erstmal gucken können, bevor wir hier ein Mega-Loch ausstechen. Hm. Ah. Hier haben wir es. Ja, das ist ein Stück. Ja, das ist Blei. Lässt sich biegen, ist auch schwer. Ein Stückchen Blei. So. Ja, der Boden ist trockener, wie ich gedacht habe, nach dem Regen, den wir jetzt wieder hatten. Gut, davor hatten wir natürlich auch eine längere Phase, wo es trocken war. Aber ihr seht schon, ich bin kaum 10 Meter, auch nicht mal 10 Meter gegangen. Schon habe ich zwei Signale gehabt. Wird heute jedenfalls viel interessanter werden, wie die anderen Videos bisher. Weil einfach ein bisschen kurzweilig, ja? Ich war jetzt auch bestimmt 3 Wochen schon wieder nicht mehr draußen. Und ja, was wollte ich damit eigentlich sagen? wollte damit sagen, dass man erst wieder so ein bisschen reinkommen muss in die ganze Sache. Ich gehe echt nicht mehr so oft raus. Ich habe einfach momentan die Zeit nicht mehr dazu. Und wenn ich so habe, die Zeit, dann mache ich auch gerne mal was anderes, weil mir sonst da auch wieder die Zeit fehlt. Bisschen renovieren und so weiter, zu Hause, tapezieren. Ja, geht alles nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Dauert alles seine Zeit. Na, jetzt kommt aber schon wieder mal längere Zeit nichts. Das scheppert rein. 70er Signal. Da bin ich jetzt gespannt. Wenn der Wert relativ konstant ist, habe ich mittlerweile festgestellt, dann wird es meistens was Gutes. Das ist nicht bei anderen Detektoren, die ich jetzt schon hatte, nicht immer so der Fall gewesen. 67. Aha, hier hüben liegt es hauptsächlich. Das ist was Größeres, ja. Ah, ich vermute, das wird Blech. Ja, ja. Auch wenn der Wert recht stabil war. Meine Silberne wieder. Ja, das wäre nicht schlecht.
Boah. Sollten wir es doch eigentlich schon gelockert haben. Was? Hier unten immer noch. Aha, hier. Hier. Boah, das ist groß. Das da? Boah, um Gottes Willen. Boah, das ist ein Bleiklumpen. Hat der ein Gewicht, du? Meine Herren. Wahnsinn. Der wiegt was. Brauche ich euch ja nicht nachzuzeigen. Das. Das sieht mir schon sehr breit gedrückt hier aus. Ob das vielleicht irgendeine große Bleikugel war. Glaub's aber nicht, weil hier hinten ist mir das wieder zu. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Um Gottes Willen. Ich glaube. Oh. Nee, das kommt nicht in meine Tasche. Ich lasse das Loch jetzt auf hier und lege das hier oben drauf und nehme das nachher mit. Das ist mir jetzt einfach zu schwer, das Ding. Ich glaube, das wiegt knappes Kilo. Ja, kommt bald hin, ey. Also 600, 700 Gramm kann der schon wiegen. Wahnsinn. Das muss ich jetzt nicht in meiner Tasche umherschleppen. Hm, 55 hier wert. Ob das mal nicht? Das mal nicht 10 Reichspfennig wären. Oder Rentenpfennig meine ich. Da habe ich hier Anfang des Jahres schon mal mit etwa diesem Wert einen rausgeholt. Und sogar zweimal. Einmal ohne Filmen. Ah, jetzt wird aber höher der Wert. Nee, jetzt sind wir wieder woanders. Denke ich mir. Aber es geht Schlag auf Schlag hier. Da seht ihr, hier war ich einfach noch nicht so oft unterwegs. Ah, doch, hier, schaut. Hier ist eine Münze. Wir haben 10 Reichspfennig. Aber nicht diese, die ich jetzt gedacht hätte, sondern das ist definitiv Drittes Reich, ein sogenannter Zinkheimer. Ja, ich kann euch mal zeigen, damit ich euch überhaupt mal was zeige. Na, was ist los? Wollen wir heute nicht? Hä, was ist denn nun los hier? Kommen da jetzt raus. So. Wie war das? Video? Wir müssen es halt jetzt so machen mal. Gut. Hier. Nichts Besonderes. Aber immerhin die erste Münze nach gut 20 Metern. Was wollen wir denn mehr? Ist doch gar nicht mal so verkehrt, Leute. Kann ich mir sauber machen. Fast sparen. Ich glaube, da reibe ich jetzt mehr Runde, auch wenn ich es im Coinbet sauber machen würde. Dass man jetzt gerade, wo ich sage, vergessen habe. Tolle Sache. Naja, egal. Weiter geht's. Dann stecken wir die ganzen Sachen, die wir jetzt haben, eben in ein Fundtäschchen. Ach, wir haben auch kein Fundtäschchen dabei. Doch, habe ich. Doch. Ja, habe ich noch. Mal wieder Kopf. Ohne Kopf losgelaufen heute, sozusagen. Oh je. Ja, man merkt echt, ich bin 3 Wochen schon wieder nicht draußen gewesen. Da ist auch die Sprache schon wieder so ein bisschen nicht sondlerisch. Ich muss überlegen, was ich sage.
Ja, dummes Geschwätz, was ich hier heute schon wieder mache. Aber immerhin, die erste Münze ist gekommen. Das war es auch, nichts mehr da. Es kommt bis 90 rein. Ja, mal 90 zwischendurch, aber auch 50, 70, 80. Das ist Eisen, aber egal. Also, oder es liegt echt sehr tief. Und er bekommt es einfach nicht besser rein jetzt. Und gibt mir erstmal so einen Mischwert. Oh, so. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Vielleicht haben wir sie ja sogar schon hausen. Nee. Okay, jetzt kommen nur noch Eisen. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiterzumachen. Oder? Da unten. Ja, jetzt kommt Eisen. Hier, ganz feines Eisending, dass die manchmal so stark rein. So, jetzt hat mir meine Kamera von ganz alleine ausgeschaltet, keine Ahnung warum. Hat jetzt nichts angezeigt, kein Fehler. Also hier einfach nur ein Eisendorn. Was das war, das kann was Altes gewesen sein, aber das kann man jetzt absolut nicht mehr rauskriegen. Wie gesagt, hier kann auch mal was richtig Altes kommen. Soll noch drin sein, es kann doch nicht wahr sein. So. Ein Stückchen Eisen habe ich ja schon raus. Aber da ist doch nichts mehr. Hier? Ah, hier ist noch so ein Eisenknüppel. Ah, nee. Es kann natürlich sein, ich habe das hier schon drin. Hier kommt noch nur Eisen. '93 hier. Aha, ich glaube, ich sehe hier schon wieder Eisen. Ja, hier ist nächste Eisen. Also, das ist wieder ein Eisennagel, angeschmiedeter. Ja, hier kann ich es lassen. Brauche nicht weiter zu machen. Die veräppeln mich nur gerade so ein bisschen, diese Funde hier. Diese Nägel. Bist du jetzt aus? Nee. Gut, wir steuern da hinten auf diesen schönen. Ach, leck mich am Arsch. Bleibst du drin jetzt? Hat nochmal einen halbwegs guten Buntmetallwert angezeigt. Wird noch so ein angeschmiedeter Eisennagel drin sein. Kommen ja oft mal ganz gut rein. Und ich habe jetzt zuletzt die Einstellung vorgenommen, wie ich sie jetzt am Anfang gezeigt habe, also vor etwa 3-4 Videos habe ich das so eingestellt und so laufe ich jetzt auch erstmal eine Weile. Es würde jetzt auch nichts bringen, wenn ich hergehe, würde mal so versuchen. Da verwirrt man sich, glaube ich, nur selbst noch mehr.
Deswegen, ich laufe jetzt erstmal in der Einstellung, wir wollen mal gucken, was kommt. Und warum ich momentan jetzt nicht mehr mit dem Fischer laufe? Oh, schöner Wert, du. Schön knackig klein. Liegt daran, weil er ist einfach zu kopflastig. Der ist so schön ausbalanciert und ist einfach für meinen Arm, für mein ganzes Wohlbefinden aktuell einfach besser. Und der andere würde mir zu sehr in den Rücken ziehen wieder, von der Bewegung her. Deswegen laufe ich mit dem jetzt. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. 88, 89. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Das muss doch was werden, Leute. Mal gespannt, wann wir die erste Silbe rausholen mit dem 900er. Oh, da liegt was. Da liegt was Rundes. Die kann ich ja auch nur rausholen, die Silberne, wenn sie da liegt. Ich meine, der kann ja auch nicht zaubern, ne? Oh, ist das ein Fingerring? Ist das ein Fingerring? Das ist ein Fingerring und das ist ein Silberfingerring. Ernsthaft? Das sieht aber sehr self-made aus, sag ich mal. Aber es ist definitiv Silber. Das ist ein Silberfingerring. Ich meine, ich zeige es euch natürlich. So, mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert. Boah, was habe ich da verstellt? Jetzt geht das nicht mehr. Doch, jetzt fängt es an. Nein. Egal. Dann machen wir es heute mal wieder auf die ganz altmodische Art und Weise. So, schaut hier. Definitiv ein Silberring. Jedenfalls mal wieder Silber gefunden, ja. Innen drin was steht, kann ich so jetzt nicht erkennen. Aber bei dem kann ich es mir gar nicht vorstellen. Doch, da steht was. Da steht was. Hier. Tatsache. Und zwar ist es 835er Silber. Ja, doch, da drin steht es hier. Ha, da haben wir. Endlich habe ich mal wieder Silber. Eben rede ich noch davon. Und jetzt habe ich schon in der Hand. Super Sache. Auch wenn heute nicht alles funktioniert, jetzt mit dem Handy, mit dem Aufnehmen, aber ich habe einen Silberring gefunden. Tolle Sache, sehr verbogen. Ja, freut mich, cool. Ja, ich sag ja, wenn die Leitwerte halbwegs stabil sind, ist es beim Equinox 900 meistens ein guter Fund. Wenn es nur eine Münze ist oder ein Reichspfennig, spielt keine Rolle, aber meistens ist es dann irgendwas Gutes, was man ja vorzeigen kann, sage ich mal. In dem Fall einmal ein schöner Silberring. Das freut mich natürlich. Der Wert war ja auch perfekt. Da kommt mir zu viel Eisen mit rein. Sehr tief, aber ich kann es mal angraben. Dann weiß ich künftig, ich brauche es nicht mehr zu graben, so ein Signal. Das kann jetzt vermute ich mal Arsen-Bronze wird es nicht, dafür war der Wert zwischenzeitlich zu hoch. Aber es kann durchaus eine Plombe werden, Bleiplombe oder sowas in die Richtung. Oben drin 28er Wert. Hier haben wir wieder ein bisschen moderne Keramik. Ach, sehr modern. Hier ist der Boden immer ein bisschen sandig. So
Deswegen gehe ich hier auch so gerne, oh guck, hier kommt schon Eisen. Deswegen gehe ich hier immer so gerne her. Ein runder Eisenknubbel. Also geht er zu sehr in den Minusbereich. Der Eisenwert mit 1, 2, 3 vielleicht, minus 1, 2, 3 kann es immer noch was werden. Hatte ich jetzt bei Arsen Bronzeknöpfe gesehen zuletzt. Aber das war definitiv zu viel im Minusbereich. Das merkt man halt sofort, wenn man noch nicht so auf der Fläche war, kommen permanent Signale. Und schrotttechnisch geht es bis jetzt auch, oder? Also da habe ich schon viel, viel schlimmere Tage gehabt. Wo du zwar gute Signale hattest, aber halt nur Schrott. 20, was hochwertig ist, wird sicher nicht. Da hüben. Oh, ich glaube, ich habe hier schon was gesehen. Oh ja, das ist eine Münze. Ich sehe sie schon, hier drin liegt sie quer. Lesen Knopf. Oh, ja gut. Egal. Es ist ein Knopf. Habe ich irgendwas verstellt, das nervt jetzt echt total. Ja, ist egal. Hier schaut ein einfacher Arsenknopf, Arsenbronzeknopf, Öse ist schon weg. Ja. Nicht verkehrt, sag ich mal. Es läuft doch heute, was will man denn mehr? Super. Es läuft doch. Es kommt wenigstens was. Und ein silberner Ring war auch schon dabei. Kann man doch nicht meckern, auch wenn es nicht der allerschönste Silberring ist. Aber vielleicht einer, der umso mehr geschmerzt hat beim Verlust, weil es vielleicht ein ganz alter schon war. Oder der aus Versehen mit rauskam. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, ich habe die letzte auch. Meine Frau hat ihren Ehering runter, weil er irgendwie gedrückt hat am Finger, hat in den Schrank gelegt. Und ich bin da schön mit dem Akkuschaucher hin, habe da den Schrank schön sauber gemacht. Ich habe da auch irgendwas klappern gehört, ja. Aber ich habe geguckt, doch, war da irgendwas gelegen? Eigentlich liegt doch da nichts. Ich habe auch gar nicht geguckt. Den Beutel und so weiter, habe einfach weitergemacht und ein paar Tage später, ach nee, es war glaube ich 2 Wochen später dann sogar, oder eine Woche, sagen wir eine Woche später war es, ja, warum, erfahrt ihr gleich, eine Woche später etwa, sucht meine Frau den Ring, sagt, ja, mein Finger geht's besser, ich will mal meinen Ring dran machen. Sagt sie, du, der ist nicht mehr da. Sag ich, wo hast du denn hingelegt? Ja, dahin. Da erinnere ich mich so vage, oh, da hat doch auch was geklappert, wo ich was eingesaugt habe. Und ich, nein, jetzt habe ich bitte nicht diesen Goldring, diesen Ehering eingesaugt. Und da sage ich, du, ich habe den letzten hier mit dem Akkusaucher sauber gemacht. Da hat irgendwas geklappert, aber ja gut, ich konnte nicht wissen, dass du deinen Ehering da hinlegst. Ne? Den legt mir doch nicht einfach so mitten auf den Schrank. Der auch noch fast dieselbe Farbe hat wie der Schrank, sage ich jetzt mal, so Buche, ne? Und Gold, das ist ja jetzt nicht, dass man das sofort erkennt, weil es auch so in Kopfhöhe war. Ne, es gefällt mir nicht. Jedenfalls dachte ich, scheiße, ne? Dann habe ich ihn eingesaugt. Gina, da ist nichts mehr, der ist weg. Oh Mann, kannst nicht aufpassen. Und ja, dann haben wir die ganze Mülltonne durchgesucht. Mit dem Pinpoint, ne? Aber da hatte ich nach dem Renovieren so viel
Eisen, oder was heißt Blech oder was weiß ich, was das alles war, was da drin war, Schräubchen und so weiter, in Müll getan. Natürlich hat es pausenlos angeschlagen, aber kein Gold drin kam zum Vorschein. Ja gut, dann ist die Mülltonne schon weg. Wann war das gewesen, wo du gesagt hast, ja vielleicht so vor einer Woche, vielleicht auch ein bisschen länger her. Ja, dann ist die Mülltonne wahrscheinlich schon weg, die letzte. Ich weiß es nicht, ich habe da jetzt auch nicht drauf geachtet. Ja, wie gesagt, wir alles wieder reingepackt in die Mülltonne, sind hoch. Meine Frau geht nochmal dahin an die Stelle, guckt, nehmt dann den Glasschrank. Ach, da ist er ja. Ja, super, jetzt haben wir die ganze Mülltonne durchgewühlt. Ja, aber so kann es passieren. So kommt auch mal ein Ring, früher vielleicht, einfach mal mit auf den Mist und dann ist er weg. Dann ist er weg und dann fliegt er vielleicht auch hier raus, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der hier außen verloren wird. Das glaube ich nicht. So, das war eine kleine Geschichte aus meinem Leben. So geht es halt manchmal zu. Ich glaube, super Signale kamen jetzt auch keine rein. Wo ich jetzt erzählt habe, da bin ich nicht so konzentriert. Aber ich glaube nicht. Dieses Gehube, das ist halt der Eisenton bei meinen Lippen. Und hier liegt halt viel, viel Eisen. Ich finde überhaupt nicht, dass er unruhig läuft. Ich finde, wenn er ein Signal hat, dann ist er auch sofort ganz klar da vom Signalisieren. Und also, das kommt vielleicht auch im Video anders drüber. Kann natürlich auch sein. Kommt vieles im Video anders drüber. Auch der Timer kommt im Video anders drüber. So, gut. Ja, durchsimmer. Timer aus. Jo, alles in allem bin ich doch echt zufrieden mit dem, was heute ging. Endlich mal wieder Silber, halt ein Silberring. Silbermünze hätte mir jetzt ehrlich gesagt mehr zugesagt. Aber gut, immerhin habe ich Silber gefunden und das ist doch schon mal viel wert. Auch wenn es nicht der super schönste Silberring ist, aber definitiv hat er eine Bunze drin und 835er Silber ist okay. Kann man nicht mehr gern, oder? Ja, endlich. Und ja, war eine schöne Runde heute. Und ja, in dem Sinn bleibt mir nur zu sagen, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Alle, die gerade momentan kränkeln, kommt wieder auf die Beine. Und alle, denen es gut geht, bleibt es auch. Gut, bis dahin. Macht's gut.